So. Servus, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Raft gemeinsam mit Kampfrausch. Kampfrausch, hallo. In der letzten Folge. Was machst du da? Schau, was da unten drauf steht. Manuel der Noob. Ah, da kann man was draufschreiben. Lululule. Ah ja. Matteo. Der letzten Folge. Der Spaß. Was sag ich der Mama? Hä? Warum steht da? Achso. Ich bin gerade in den Chat reinkommen. Ah ja, Spaß. Das ist noch passiert. So, in der letzten Folge haben wir einen Bauplan für einen Motor gefunden und für ein Steuerrad und den wollen wir heute umsetzen. Den, also, ne? Das wollen wir heute basteln, sagen wir so. Ah, da liegt der William. Wir müssen allerdings erstmal Sachen kriegen, die wir ja, nicht haben. Ja, das ist voll richtig. Und das wäre alles. Wie alles? Ja, es ist so schwer, das alles zu... Außerdem müssen wir die Koordinaten eingeben. Ja. Und zwar 5469. 5469. Jawoll! So, hinter uns. Aktivisiert das mal, oder? Deutsch. Ja. Ah ja, okay. Genau, einmal umdrehen. In good German hinter uns. So, passt. Aber wir sind ja noch immer da vor dem Schiff. Vor dem Schiff, ja, wir sind nicht wirklich weit gekommen. Oder neben dem Schiff, was auch immer. Der Wind steht sehr ungünstig, Kapitän. Oh, das ist ziemlich richtig, aber damit müssen wir jetzt leben, ne? Haben wir den Anker gehoben? Wir haben irgendwie Gegenwind, ja. Ja, ich meine. Anker ich will werfen. Ich sagen, aber wir bewegen uns nicht. Ja, das ist irgendwie richtig, ja. Ja, wenn wir mal mit Wind gehen müssen, dass wir Ressourcen sammeln können. Und ja, so, machen wir mal. Wenn wir den Motor haben, können wir dann Richtung. Machen wir das mal, genau. Haben wir oben hier abgedreht? Dass wir es jetzt gekriegt haben. Ja. Ja, wegen einem Strom ist es gewesen. Ich weiß auch nicht, wie lange die Batterie noch hält. Da werden wir wahrscheinlich auch bald mal eine neue brauchen. Ja. Das siehst du immer, wenn du nachschaust, hast du oben unten rechts so ein Fenster. So ein Akkuzeichen. Genau. So. Na gut, jetzt heißt es wieder Ressourcen sammeln. Ja, da. Und was essen. Eh schon das Holz uns vorbei. Schau, da kommt ja schon ein Tsunami an Ressourcen auf uns zu, Manuel. Sehr schön, das wollen wir. Ist wie im Schlaruffenland. Ja. Vor allem würde ich da gern wieder alles reparieren. Also, was denn reparieren? Wegen Willi oder was? Hat, ja. Ah, naja. Es ist schon ein ganz ein hungriger. Der kleine ist ein großer Junge, der gern isst. Achtung. Oh, da ist er schon wieder. So ein Hunger hat er auf Vincent gehabt. So, bräuchte noch 5 Planken für den Motor. Vincent ist überhitten, Herr Vincent da. 5 Planken oder ich habe 2 Planken. So. Muss ich da in unser Loch? Ist da nirgendwo was? Ja, da wäre was, genau. Ja, eine da. Fehlt mir, da sind welche. So, jetzt muss noch das da Metall vorne schmelzen. Kommen so Fässer auf uns zu. Metallschmelz, was? Ha, schmelzen? Motor, Motor, wir sind dabei. Oh, der geil, wohin machen wir denn? Ja, ich schau mal an, wie groß das Turm ist. Dort, wo in der Bist du das Wahnsinn? Hä, so groß oder was? Ja, aber guck. Aber guck. Was ist mit dem? Geht das hier nicht aus? Na. Was? Es ja, da müssen wir vielleicht noch ein Stockwerk bauen oder so. Ah, da geht er sich aus. Den werden wir ja, aber da könnten der Willi vielleicht fressen, oder nicht? Ja, ich nehme meine Wärme dahin bauen müssen, weil Motor... Da vorne nicht, aber du stellst ja, ich komm mal her. Ich zeig dir, wie der vorne ausschaut. Ja. Da liegt er. Ach so, meinst du? Hä? Das ist eine, wie heißt das? Ein Gerät. Dampfschiff. Nein, nicht Dampfschiff. Ein Dampfgerät. Weißt du, die alten Schiffe, die über Mississippi gefahren sind? Ein Dampflok. Die Dampflok, die im Wasser fahren, ich kenn sie. Wir lieben sie alle. Der Donaudampflok, Kapitän. Nein, ein Dampfschiff hat schon passt, was redest du? Hat schon passt, okay. Nein, würde ich schon sagen, ja. Eine Lokomotive halt. Ein Chuchu. Oh mein Gott, ich bin voll! Spaß, Digga! Die Lokomotive auf dem Meer. Wie bei Tios reisen ins Zauberland oder was? Ja, die hat's halt drauf, die Lok, Alter. So, wir sollten da mal einen Anker ziehen.
Erst du. Rauze. Erst du auf. Gehört schon zur Insel. Ja, das ist wirklich problematisch jetzt ein bisschen. Ja, ich glaube, die werden wir auf die Seite bauen müssen. Ui, was sehe ich da? Plastik. Dinge. Man kriegt übrigens dann einen Erfolg, sobald man eine große Insel entdeckt hat. Das heißt, das können wir Gott sei Dank nicht übersehen. Ich habe eine Idee, glaube ich. Ja, du könntest da Holz hacken gehen. Doch, ich keine Idee. Ich machen. Loch rein machen in der Mitte. Ja, ich gehe Holz hacken. Ja, ich meine, wir können das maximal wieder mit Holz zubauen. Dass der Willi nicht gleich dran knabbert. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, oh, ich bin voll, ich weiß nicht. Ich bin sowas von voll. Gib mir doch was von deiner Volligkeit ab. Warte, ich esse zuerst was. Oh, Klassiker, erstmal schön. Da Schrott kannst du haben. Zack. Bevor wir was hakeln. Da Schrott, 14 Stück Schrott. Die ja, sollten wir schon irgendwie mitnehmen. Ja, da müssen wir uns was überlegen. Der Willi kommt gerade. Ja, ja. Soll ja nur. Wenn es so deppert ist und sich traut. So, als nächstes brauchen wir ein Lenkrad. Dafür brauchen wir nur noch 4 Seile und die kann ich machen. Ich mach mal das Lenkrad auch gleich. Ja. Ein Scharnier, ein Bolzen. Haben wir alles bei der Hand. So, ist das wenigstens in normaler Größe oder ist das auch wieder so ein monströses Abstraktum? Nein, es ist normale Größe. So, Holz. Gebe ich in die linke Kiste rein. Willst du sehen, wie das Lenkrad ausschaut? Ich sehe es dann eh gleich. Ja, soll ich es schon verblenden oder was? Na, warte mal. Nee, na, keine Ahnung. Achso, das nicht, ne. Ja, dann. Achso, du bist ja noch auf der Insel. Oh, da ist lauter Mist da hinten, das hole ich mir noch. Ja, ja, ich bin auf der Insel, ja. Ah, gehört das angeschlossen an den Motor, das Lenkrad, oder? Ja, das wäre denkbar. Na, ich glaube, wir können es dann eh auch aufheben, wenn es zu spät ist. Wir sollten da bei der Insel auch gleich unter Wasser ein paar Erze ja, wieder farmen. In der Ruhe ist. Ja. Gerade ist er friedlich. Sicher? Ja, ich bin gerade am Farmen. Ich wollte auch gerade sagen, ich okay, das war's mit friedlich. Na gut, sag ich. Maiden ist der coole Stuff oder was? Ja. Genau. Ah, da ist auch der coole Willi. Da ist auch der coole Willi leider, ja. Der du sagst Willi. Es. Ja. So. Okay, Essen und so habe ich genug, das passt mal. Es wird Sinn machen, dass man das Lenkrad und den Motor, je nachdem wie, das, wie groß das Lenkrad ist, aber. Das Lenkrad ist 1x1. Oben machen würden. Was oben? Na, beides oben, wo wir gerade sind, also wo ich gerade bin. Wo die Erdäpfel und so sind. Du hast doch gesehen, wie der Motor ausschaut. Ja. Der gehört ins Wasser. Wie, der gehört ins Wasser? Hä? Den kannst du noch am Wasser dran platzieren. Ah, das hast du nicht abcheckt. Ach so. Ja, das ist so eine Dampflok, weißt du, da wo die Schaufelräder. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah. Schaufelräder. Jetzt weiß ich endlich, was du meinst. Ein Schaufel. Ja, genau, der. Die Idioten, dessen Namen, der Name ich Boot. Nicht weiß. Ja, ich glaube, das ist auch nicht der wissenschaftliche Name dafür. Naja, aber nicht, ne? So, ich schau jetzt nach, wie die Scheißdinger heißen. Ja, bitte mach das. Ja, und dann können wir es eh noch hinten ganz normal dranploppen. So, Dampfboot, Schaufel, den gebe ich jetzt ein. Und hoffen, dass der Willi brav ist. Ich glaube, ich platziere das da, aber ich muss mal genau die Mitte mal ausrechnen. Unser Boot ist genau 13 breit. 5. 6. Wenn ich es bei 6 und 7 hinplatziere, bin ich genau in der Mitte. Zack. Macht Sinn. Ja. Oh. Sieht so ziemlich mittig aus. Panzerschiff. Nein, das ist es nicht, das ich will. Ach Gott, Alter. Wir wissen doch alle, wie der Spaß heißt. Naja, das weiß keiner.
Raddampfer. Ein Raddampfer. Naja, waren wir mit Dampfschiff Ja. eh gut Da schau, unterwegs. so schaut der Lenker aus. Achso, hast du schon hinbaut, okay. Ja. Ja, Kann muss man. direkt da angebaut werden. Wie kann man das. Oder? Warum kann ich Warte, das ich tu's nicht mal irgendwo reparieren? hinbauen. Ah, ich könnte den Motor jetzt einschalten. Ja, mach das mal. Okay. Motor ist an. Tut sich nichts, ne? Aber auch so. Ich habe den Motor wieder ausgeschalten. Wahrscheinlich So. muss man Ich eine tue das jetzt mal Planke direkt daran platzieren. platzieren. Ich habe Planken platzieren müssen. Achso, okay, dann dadurch, dass wir da irgendwo hinstellen, das Linecard. Ja. Problem ist, okay, gehe ich darüber. Ist der Motor an? Jetzt, ja, er läuft. Ah, ich werde mal Anker richten. Was zur Hölle? Wir werden jetzt nach links fahren, gell? Ja. Geil. Stepper, was ist das denn? Wir fahren jetzt genau. Ja. Ah, ich drehe wieder ab. Ja, es funktioniert. Nice. So, wo ist jetzt das Steuerrad eigentlich? Hast du es oben hingemacht? Ja. Hat er Hier unten. Aha. Okay. Ja, ist auch okay. das Dings kann man da wirklich oben hinbauen, ne? Ja, eigentlich schon. Das müssen wir oben Aber da noch irgendwie verschönern. Wie auch ich immer. will mal weggehen von dem lustigen Spaß da. Lustiger Von der Spaß. Insel. So ist der lustige Spaß. Warum willst du da weggehen? Wir haben noch nicht genug Ja, aber gelootet ich will von jetzt nicht unten. in das Ding rein tucken. What the fuck passiert hier? Wir haben doch ihn. Alter, der Anker ist nicht geworfen. Gut, ich habe den Anker jetzt geworfen. Nein, sehr wurscht. Ich würde mal sagen, wir haben unser Ziel erreicht für heute. Ja, boah, Ah, das ist ein Viech. complicated. Jawohl. Dann Ja, sagen wir stich mal. das tote Tier noch ab. Sagen wir mal, ne? Danke fürs Zusehen Ja, und bis mach, demnächst komm. wieder. Bei Reft. Tschüss. Ciao.